In der letzten Folge ist eine Menge passiert. Und Deli wird uns gleich erzählen, was. Geil. Dammit. Also eigentlich war das eine Lüge. So alles. Unser kleines Wenstlein wurde angeklagt und schuldig gesprochen und ihrer Chimäre beraubt, was ich total unfair finde. Ja, das war eigentlich so das der Höhepunkt und das Wichtigste, was da passiert ist. Das ist doch das Einzige, was du weißt, ne? Ja, weil mich das ziemlich aufgeregt hat. Ach so, na, dann ist okay. Naja, und halt, dass der liebe Herr Satz nicht anwesend sein konnte, weil der halt ziemlich beschäftigt ist und ziemlich fertig ist durch die Wiederauferweckung unseres Vermieters. Und ja. Alles drumherum halt. Und wir haben den Träumer von Thorald kennengelernt, dem kleinen Verräterschwein. Wie hast du den gerade genannt? Das ist unser Verräterschwein. Er ist was auch sein. Was hat der Träumer denn getan? Ich glaube, sie meinte er und dann. Der Träumer lieben von Thorald, dem kleinen Verräterschwein. Der ist A nicht klein und B kein Schwein. Er ist nur schon hart unfair gewesen. Ich glaube, er war davon überzeugt, dass es richtig ist. Aber das kann auch einfach davon sein, dass es sein Herrscher ist, der da gerade diesen Rechtsspruch gemacht hat. Und nachdem der Rechtsspruch dann da war, war es halt rechtens, das zu tun. Naja, je nachdem. Du weißt, wie das ist in der Befehlskette. Du musst ja nicht mehr denken. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht erst mit anfangen. Du musst es ja wissen als Träger des Hummelbanners. Du bist auch so ein Kriegstreiber. Kein Kriegstreiber. Ne, Sichi. Tue doch nicht so. Ich weiß, was du mit den Schrottgnomen gemacht hast. Ich bin ja kein Kriegstreiber. Nur, dass ich daran hohes Interesse habe, den Krieg zu gewinnen, heißt das nicht, dass ich den Krieg voranbringen würde. Also, auslösen würde. Ich war schon immer auf ein allgemeines Konsens bedacht. Konsens ist, wenn ich's gut finde, ne? Also ja. Ah, dann hast du natürlich recht. Viel Spaß und bleib geil. Kinder. Papi. Ekelhaft. Durch die Nacht und noch am nächsten Tag und vielleicht auch noch die nächsten paar Tage. Beruhigt sich natürlich erstmal dieses Gewitter. Jedenfalls in der Menschenwelt. Aber es werden auf jeden Fall noch eine ganze Weile die Donnervögel kreischend am Himmel fliegen, in die Wolken aus Wasser eintauchen und Licht und Donner auf die Erde schleudern. So selten, aber schon ab und zu. Also für euch jetzt im chimärischen Raum, versteht sich. Und es entsteht auch dadurch eine leichte Schwüle. Ja? Und dort, wo sie einschlagen, wird noch Stunden danach ein sehr intensiver Geruch nach verbranntem Salz vorherrschen. Wie riecht denn verbranntes Salz? Da nimmst du jetzt Salz und brennst es an. Das riecht wie Meer, aber angezündet dann. Also nach Kohlenstoff. Das kann ja nicht nach Kohlenstoff riechen, ne? Ja, nee. Ja, dann lass mich das kurz. Also es riecht nach Ozon. Nach Ozon. Und zwar nach zu viel, also schon aggressiv auch. So wie bei einem Gewitter es oft nach Ozon riecht. Aha. Tja, also ja, gut überlegt. So nämlich. Außerdem, selbst wenn... Nein, nee, ich brauche das überhaupt nicht. Es ist Changeling, die Zeiten sind vorbei. Soll ich dir sagen, wie verbranntes Salz riecht? Es riecht nach etwas, was du noch nie erfahren hast. Denn sowas gibt's ja in der Menschenwelt nicht. Verbranntes Salz, ja kein Kohlenstoff. Wir wissen das riechen, na klar. Aber in der Feenwelt, na klar gibt's das, Alter. Verbranntes Salz, selbstverständlich. Es ist kein angenehmer Geruch. Wie auch immer. Ich werde mir diesen Geruch vormerken, für den Fall, dass ich ihn irgendwann nochmal später riechen werde. Es ist ein unverkennbarer Geruch.
Okay. Du bist ja der, der immer die Tür aufmacht. Das trifft sich ganz hervorragend, denn wird so gegen 9 oder so klingeln. Also oben. Hallo. Hallo. Roland steht davor. Ordentlich angezogen. Ihr waschen, ihr duscht, ihr impft. Oh, fuck. Keine doppelte Aura? Nö. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ja, Herr Hustin, das hatte jetzt noch nicht geklappt mit dem Klempner, deswegen wollte ich schon mal selbst noch mal gucken. Ich überprüfen, ob die Nummer an Ihrem Boiler jetzt mit meinen Unterlagen übereinstimmt und das Modell. Würde ich mal ganz kurz, wenn das okay für Sie ist, einfach, ja? Oder ist gerade unmöglich, ich kann dann nochmal später wiederkommen. Ich glaube, Sophie war gerade im Bad oder ist gerade im Bad. Eine halbe Stunde vielleicht? Selbstverständlich. Super, prima. Bis dann. Jo, bis dann. Dann geht er. Er riecht nicht mal nach einem zipfigen Schnaps. Ich gehe mal zu Sophies Zimmer. Ist auf dem Weg eigentlich irgendwo Kunst, dass er quasi kaputt machen könnte? Mit seiner bloßen Ansicht? Dass er was? Dass er alles kaputt machen würde? Wenn sie da irgendwelche Einhörner und so weiter malt, liegt das nicht in dem Zwischenbereich? Die sind nicht offen und dass er so viel gemalt hat, sind halt normale Bilder. Ah, okay. Also nichts. Du gehst zu Sophies Zimmer, sagst du? Ja. Ich klopfe. Unser Vermieter war gerade hier und wollte in unsere Wohnung. Glaubt, das ist keine gute Idee, oder? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls habe ich ihm gesagt, dass du gerade im Bad bist. Also, Was will er denn? Er will unseren Boilerstand, unseren Boilernummer kontrollieren. Aber ich kann ihm die auch eigentlich vorbeibringen. Weiß ich nicht. Konntest du dich in seiner Nähe aufhalten oder war das eher scheiße? Es war okay, ist wie jeder andere Mensch auch, würde ich sagen. Dann soll er reinkommen, wenn er das will. Ich meine ja nur, ist hier irgendwas, was er kaputt machen könnte durch, oder was ihn irritieren könnte? In meinem Zimmer, aber da mache ich halt die Tür zu. Okay, gut. Okay, ja. Was hast du in deinem Zimmer? Die Decke. Die hast du noch nicht wieder. Du hast gesagt, ich hab die wieder. Ja, ich habe dir gesagt, die bekommst du wieder. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. Es sei denn, du warst vor früh um 10 unten und hast dir die geholt. Dann okay. Nein. Dann hast du noch nicht. Okay. Nö, dann alles schick. Soll er reinkommen. Okay, kein Problem. Ja, er kommt in einer halben Stunde wieder, so ist es nicht. Okay. Ich habe ihm ja gesagt, dass du im Bad bist und das dauert noch ein bisschen und so. Zu viel lässt die Tür zum Zwischenzimmer auf. Na, Juti. Und mach da irgendwas. Ja, ich, Frühstück machen ist so langweilig, mach ich immer. Ich mach meine Hausaufgaben für meine Uni, so. Ich muss ja schließlich noch, Semesterarbeit machen. Ah! Mhm. Das ist ziemlich kacke, wenn man... Nee, das ist ziemlich Banane, aber egal. Was in gemacht werden muss, muss... Abgabetermin. Das ist geil. Also das wäre zumindest der 31. so. Ja, geil. Ich bin voll im Verzug. Ja, ich bin hart am Arbeiten. In 9 Tagen hast du eine Hausarbeit abzugeben, da bist du doch nicht im Verzug. Bei Agrarwissenschaftlern sind die bestimmt nicht mehr als 15 Seiten oder so ein Shit. Und das sind doch bestimmt irgendwie verbunden mit irgendwelchen Praktika, die du Anfang der Semesterferien hattest, die da irgendwo Bodenproben oder was weiß ich, was die machen. Samen angucken, was weiß ich, das kriegst du schon hin. Ja. Ja, genau. Ja, ich setz mich daran und mach das fertig. Na gut. Eine halbe Stunde später wird er erneut klingeln. Ich mach ihm auf. Mhm.
So, moin. Da kommen Sie mal durch. Ja, gern. Ich bringe Ihnen in das Badezimmer. Mhm. Wenn du dich, man geht ja dann zum Badezimmer und geht so einen Schritt zurück, dass er halt reinlatschen kann. Wenn er dir dann sein freudloses Lächeln schenkt, blickst du in tote Augen. Yay! Die scheinen wie schön. 100% nicht befeuchtet. Alles klar. Möchten Sie ein Glas Wasser? Sie sehen so durstig aus. Nein, danke. Okay. Er geht dann rein, nimmt das Verdeck von dem Boiler ab und guckt sich da halt die Scheiß-Seriennummer an, schreibt sich das auf und in einen Kalender, den er offenbar relativ frisch gekauft hat. Da stehen Termine drin, da stehen aber nicht nur, also du kannst ja einen Blick reinwerfen, weil das macht er jetzt auch in einigermaßen Schönschrift. Er schreibt sich auf, wann Großeinkauf zu machen sei, wann das Bad zu putzen wäre. Irgendwelche Zählerstände stehen da unten drin, die er abgelesen hat. Und das Schlimmste, eine Erinnerung, dass er mal wegen GEZ sich kümmern musste, denn die wird ja offenbar gar nicht abgebucht. So, das wär's schon. Er hängt das Ding wieder dran, nickt dir nochmal freudlos zu, geht auf die Tür zu, wirft natürlich, da steht eine scheiß Tür offen, den Blick ins Zwischenzimmer, wo Sophie irgendwie so tut, als würde sie etwas tun. Nee, die ist schon längst wieder in ihrem Zimmer, wenn er eine halbe Stunde später kommt. Ach so, ich dachte, du hältst dich da drin auf so. Nein. Okay. Gut. Wirf da einen Blick rein. Bleibt stehen und hält sich an dem krampfhaft an dem einen Gasrohr, was da durch ihren Flur verläuft, fest. Und wirkt kräftig. Geht's Ihnen gut? Er wirkt und hustet und krümmt sich und fällt fast auf die Knie, erbleicht. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich weiß auch nicht. Mir geht's nicht so gut. Na, ich hole ihm mal ein Glas Wasser. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und ich hole ihm ein Glas Wasser. Während du das Wasser einlässt, spürt ihr beide eine Welle von Verzweiflung, getragen auf Partikeln der Banalität durch eure Bude rauschen. Yay. Und ihr merkt, wie es die Farbe von euch schält. Wie als würde man mit dem Kartoffelschäler so ganz sanft über eure Arme und euer Gesicht gleiten. Alles klar! Nur so ganz zärtlich. Nicht, dass da wirklich die Haut, ne, nicht wie eine Kartoffelschale halt, aber so, als würde man die obersten Hautschichten abkratzen, sodass nur die empfindlichsten Teile der Lederhaut dann noch übrig sind. Ich möchte gerne sofort hier raus und diesen Mann nie wiedersehen. Die dann freigelegt sind, für alle Welt sichtbar, für alle banale Welt sichtbar. Ja, ich würde auch gerne das Weite suchen. Der Mann wirkt und hustet immer noch in eurem Flur, wollte einfach rausgehen. Das wäre okay für mich, frag nur. Ja, also ich würde das echt gerne tun, nur das Problem ist, auf der anderen Seite muss ich ihm hart helfen. Vorbei. Ja, und ich muss ihm hart helfen, also das ist schon so ein ja, ich gib ihm Wasser. Also ich versuche mich ihm zu nähern. Das tut so weh. Er hat keine Aura. Es war nur diese Welle. Er scheint jetzt stabil. Und wenn du ihm das Wasser reichst, wird er
Du hast Abbrüche gerade bei mir. Er kann es, was, so. Er ist jetzt stabil, er strahlt sich weiter aus. Immer wieder Abbrüche zwischendurch, das ist sehr witzig. WLAN-User sind kacke. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Jetzt ist dein Ping aber okay. Ja, aber ich stecke jetzt das Kabel rein, nicht, dass sich das mal ändert. Okay. Dum, 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 dum. So, also, nochmal. Er hat keine Aura der Verzweiflung, sondern es war ein Ausstoß. Du kannst dich ihm jetzt nähern. Er kann dieses Glas aber nicht greifen, weil er sich noch zu sehr krümmt und immer wieder würgt. Ja, dann würde ich ihn quasi in die erste Hilfe, also hier erste hier so eine stabile Seitenlage quasi versuchen, oder beziehungsweise in so eine Lage zu bringen, die er wo ihm möglichst wenig Schmerzen zufügt. Irgendwann kommt Sophie dann aber doch irgendwie raus. What the fuck? Keine Ahnung. Ihm geht's nicht gut. Vielleicht sollten wir einen Krankenwagen rufen. Verdammt, Roland, was machst du für einen Scheiß? Also der würde jetzt antworten, aber er wirkt halt immer noch ziemlich intensiv. Da kommt aber erstmal zum Glück nichts auf euren schönen Parkettboden. Also Sophie. Dielenboden. Sophie holt einen Eimer. Das ist gut. Ich würde ihm, wie gesagt, wenn er ein paar Sekunden aufhört zu würgen, würde ich ihm Wasser geben. Also wirklich so an die Lippen, damit er halt quasi, damit er was zum Auskotzen hat vielleicht. In stabiler Seitenlage kann er nichts trinken. Okay, also er ist schon in stabiler Seitenlage. Okay. Ich dachte, du wolltest ihn da hinlegen so. Ja, wenn ihm das nicht zu sehr... Ja, kein Problem. Verzeichnet. Der ist auch so blass und sieht... direkt Augenringe bis zum Mundwinkeln, das sieht schon gut aus. Erhöhte Temperatur, geringe Temperatur, was hat er? Puls? Ja, das hohen Puls, normale Temperatur. Scheiße, Mann, hast du gesoffen oder was? Schock. Hat er kalten Schweiß? Bisschen. Ja, alle Anzeichen eines Schocks. Ja. Versucht er irgendwo wegzugucken oder, also. Ist er einfach nur starr? Quasi im Augenblick, Dingsbums. Er ist nicht direkt starr, er scheint immer noch leichte, krampfige Körperhaltung zu haben, aber er scheint sich nicht extrem von irgendwas abzuwenden, auch deswegen, weil sein Blick so ein bisschen getrübt scheint. Braucht er einen Schnaps? Nee. Sicher nicht? Sophie holt Schnaps. Welchen denn? Was habt ihr denn für Schnaps? Ich weiß nicht, was haben wir denn? In unserem wunderbaren Regal. Also ihr hattet nicht vor allzu langer Zeit eine Party, wo garantiert 4 Tonnen Schnaps jeweils so 2-3 Spuckschluck in 5000 Flaschen noch übrig sind. Alles, was irgendjemand mitgebracht hat. Daddy hat männliche Freunde eingeladen. Der Martin hat bestimmt auch gut süffiges Zeug mitgebracht. Das heißt, sowas wie die Goldkrone oder sowas Feines habt ihr bestimmt da. Pfeffi natürlich. Ich will eigentlich eher was, so ein Rachenputzer. So ein Rachenputzer. Mhm. Ezra-Lot. Möglichst irgendwas, wenn wir was haben, was selbstgebrannt aussieht. Das nicht direkt. Oder irgendwas, was selbstgemacht aussieht. Wenn es ein aufgesetzter ist, den wir selbst gemacht haben, ist zwar nicht direkt ein Rachenputzer, aber ist auch gut. Olmax Kehlenflamme habt ihr da. Nehmen wir die. Mit Schaf. Sehr gut. Sophie schüttet ein Gläschen ein, sowohl für David als auch für sich, als auch für ihn. Mhm. Hält ihm das hin? Er muss stärker würgen. Ich glaube nicht, dass es gerade gut ist für ihn. Na dann, zum Wohl des Brauers und weg damit. Er wird jetzt, nicht deswegen, aber
Er scheint sich langsam etwas zu beruhigen. Also der Körper hauptsächlich. Na, was ist denn jetzt? Ich glaube, er will nicht trinken. Ja, ich weiß aber wenigstens nicht. Du. Hab ich doch. Ich hab nur getrunken. Könnte mich vielleicht jemand in meine Wohnung schaffen? Aber klar, kein Problem. Das ist mir wirklich unangenehm. Alles gut. Das kann jedem mal passieren. Kleiner Schwächeanfall. Alles gut. Du werdet ihn jetzt irgendwie runtertransportieren? Ja. Ja. Einer links, einer rechts und so schwer kann der ja gar nicht sein. So viel. Ich findet. Ja? Wenn wir dann unten sind, meint Sophie, wo hast du deine Kalender gelassen? Ja, warte mal. Eins nach dem anderen. Entschuldigung, wir wussten doch schon, dass die weg sind. Die ist ja noch gar nicht in seiner Bude. Oh. Ihr müsst mal kurz Zeit geben. Erstens. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Der wohnte doch gegenüber. Ja. Im Keller, quasi, glaube ich. Oder so. Neben dem Keller nicht. Gegenüber der Satz. Nee, nämlich nicht. Doch. Eben, der wird ganz unten. Satz wohnt im Erdgeschoss. Und da gegenüber wohnt der edgy Junge und seine Schnitte. Okay, gut. Achso, okay, Entschuldigung. Seine Mutter. So, nee. Das heißt, er wohnt im ersten Stock. Okay. Erstens. Ihr hört vom Erdgeschoss, dass den Gesang eines Singvogels, der unter ein wildes Flattern, als ob da irgendein Vogel halt im Treppenhaus, wie es manchmal so passiert, eingesperrt wäre. Zweitens, ihr findet natürlich den Schlüssel zur Wohnung in seiner Hosentasche. Drittens, wenn ihr in die Wohnung reinkommt, ist da sehr viel Müll beseitigt. Also das, was man so als Müll gemeinhin bezeichnen würde. Junge, was hast du mit deiner Wohnung gemacht? Können wir mich vielleicht aufs Sofa bringen? Natürlich, klar. Selbstverständlich. Auf seinem Sofa liegen Kissen. Ich meine nicht dem Sitzen zuträgliche, sondern Dekorationskissen. Widerwärtig, die werden sofort vom Sofa runtergeräumt, die stören nämlich nur. Du bist ein echter Mann. Ja. Das ist gut. Gut, da könnt ihr ihn auch besser hinbugsieren. Genau, das war ja auch nicht ihre Intention. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ja. Und zwar alles für den Herrn Pfeiffer. Er bekommt da schon etwas mehr Farbe ins Gesicht. Und was habt ihr bei den Dingens? Geistesschärfe. Au, 4. Geistesschärfe. Wo haben wir es denn? 3. Euch fällt auf, dass Sophie, ist da dein Bonus schon drin? Ja. Okay. Euch fällt beiden auf, dass du hast mir 5er Werte verboten schon vergessen. Ich bin so dumm. Es kann nur David auffallen, weil er ihn nur vorhin gesehen hat. Also David, dir fällt auf, dass vorhin, als ihr übergossen wurdet mit Schönheit, dass das ein Teil der Schale ist, die jetzt von ihm abgeplatzt ist. Das heißt, als du ihn heute früh gesehen hast, war er definitiv banalerer als jetzt. Ich meine, er hat das an seine Umwelt freudig abgegeben. Jetzt in dem Fall euch. Aber da sind kleine Flecken hier und da mal so, zumindest intensivere Behaarung als vorher. Und sein eines Bein ist schon ein bisschen überkrümmt mit halt, ne? An der Stelle, wo ein menschliches Knie ist, ist auch ein Fußgelenk. Dankeschön, das ist mir wirklich. Alles gut. Ist ja nicht das Problem. So. Setzen Sie sich erstmal, genau, legen Sie sich da erstmal hin. Boah, lass doch mal dieses Sie sein, ey. Der fürchterlich. Können wir was für Sie tun? Noch. Einen Tee kochen? Nee, danke. Das ist sehr freundlich. Immer wieder gern.
Können wir ihn sonst irgendwie zur Hilfe gehen? Er schüttelt schwach mit dem Kopf. Gut. Soll ich nicht doch noch einen Schnaps holen? Er fängt unwillkürlich wieder an zu würgen. Du kriegst einen tadelnden Blick von mir. I'm sorry? Wir Deutschen trinken nicht nur Schnaps die ganze Zeit. Und Bier. But I do? Ja, und deswegen seid ihr auf einer Insel und wir sind am Festland. Bin ich ja auf einer Insel oder was? Nein, bin ich nicht. Im Gegenteil, ich habe mich von diesem Eiland befreit. Du kennst doch das Motto. Bist du ein Brexiteer? Nein. Auf zu neuen Schrufern. So, ich gehe jetzt. Ach so, gut. Ja, ich würde noch kurz bei ihm bleiben, gucken, ob es ihm langsam besser geht und dann würde ich dich auch verabschieden. Es ist ihm auf jeden Fall unangenehm, dass du jetzt da bist, während er fast kotzt, aber es geht ihm besser als vorhin und das wird sich anscheinend wieder einigermaßen einbringen. Das ist in Ordnung. Dann werde ich quasi, sobald ich merke, dass es ihm wieder besser geht, werde ich auch gehen. Hm. Ey, du hilfsbereiter Typ, da ist immer noch ein Singvogel in eurem Treppenhaus. Ich guck mir diesen Singvogel mal an. Ein Goldkehlchen. Ein Goldkehlchen. Ja, das ist, weil du kennst dich, weiß ich nicht, ob du dich mit Vogelarten auskennst. Ich ja auf jeden Fall. Okay. Es ist ein gelber, kleiner Vogel. Sieht eher aus wie, nicht ultra exotisch, aber schon in die Richtung nicht Straßen, sondern vielleicht Ziervogel, der aufgeregt im Erdgeschoss unten rumhüpft und dann immer wieder losflattert. Ja, ich würde mal dem ein paar Körner hinstellen und mal gucken, ob er rankommt. Naja, das eher nicht. Jetzt ist er weg. Der scheint A, relativ scheu. Und B, fliegt er immer wieder von einer Tür zur anderen, also von der Hauseingangstür zur Gartentür, die halt beide verschlossen sind. Hast du noch nie einen Vogel in deiner Bude? Doch, aber wenn das eine Art Ziervogel wäre, dann hätte ich ihn jetzt eingefangen. Achso, scheint so zu sein, aber du hast nie Vogelgeräusche aus eurem Haus gehört. Also, außer Sir William Van Eyck Fischer. Ja. Mir ist dieser Vogel aber suspekt. Was macht denn dieser Vogel da? Ich weiß es nicht, aber er isst keine Körner. Und er fliegt aufgeregt hin und her. Hat Sophie das auch mit dieses Chipsen? Wenn sie draußen ist? Ihr habt das beide gehört, aber hier klang es so, als würdest du sofort nach oben gehen. Nee, wenn das so... War das ein Satz? Das war ein Husten. Achso. Nee, wenn das so extrem ist, geht sie zumindest mal gucken. Chirp, chirp. Chirp, chirp, chirp. Nein, es ist ein... Also der singt natürlich gerade nicht. Vorhin hat er das getan. So ein bisschen. Ist der chimärisch? Nein, man kennt das ja auch, denn Ende September ist ja die Zeit, wo Vögel offenbar sich paaren und Eier legen und so weiter. Deswegen ist da der Gesang am stärksten. Aber gerade jetzt ist ja natürlich eher eine Aufregung und sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du da nicht etwas falsch liegst. Das ist okay. Ist der im Erdgeschoss oder was? Warte mal. Naja, dort, wo die beiden Haustüren halt sind. Und Deli, ich lieg da nicht falsch, ich bin Ornithologe. Dann macht Sophie mal die Hintertür auf, wenn der nicht chimärisch wirkt, sondern nur ganz normal. Ja, fliegt er raus. Ja. Also, natürlich nicht beim ersten Mal. Du machst die Tür auf, dann machst du noch die zweite Tür auf und die brauchen ja trotzdem immer ein Weichen, ne? Weil auch gerade über der Tür ist ja noch so ein größeres, schwammiges Glasfenster, das heißt, er braucht den dritten Anlauf, um zu merken, ah, guck hier, raus. Aber dann ist er weg. Na dann.
Der Vogel ist komisch. Sophie geht wieder hoch. Ja. Ja, ich räume quasi den Shit weg und komme mit hoch. Ich weiß nicht genau, wie ihr den Vormittag verbringen wollt oder den Nachmittag, was ihr vorhabt, aber ihr habt Zeit. Ja. Vor allem, weil die in Westeuropa extrem selten sind. Hat Sophie die Veränderung eigentlich auch bemerkt bei Roland? Du hast ihn vorher nicht gesehen. Na, ich habe ihn ja aber schon mal vorher gesehen. Aber nicht seitdem er so ist. Doch. Wann denn? Deli war einmal bei ihm, um das überhaupt mit dem Boiler anzusprechen. Er hat gesagt, das machen wir bald und du hast ihn seitdem nicht gesehen. Ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Oh Mann. Es geht ihm ganz schön scheiße. Aber es geht ihm ein bisschen besser. Wie, es geht ihm besser? Naja, also erstmal, wo ich ihn gesehen habe und heute Morgen auch, war der halt komplett Mensch. Ah, dann hat die Schockbehandlung gewirkt. Schockbehandlung? Na klar. Meinst du, ich habe die Tür aus Versehen offen gelassen? Zum Zwischenzimmer? Ich hab gar nicht realisiert, dass ich offen steht. Scheiße. Er steht ja da und besprecht das im Flur, ne? Also in eurem Wohnung. Oben in, eure, in unserer Wohnung, ja. Genau. Aus dem Zwischenzimmer kommt auch noch ein leichtes Gefühl der Verzweiflung. Guck da mal nach. Es kommt vor dem Einhornbild. Es ist, wie als hätte sich diese Welle von vorhin da ein wenig mehr festgesetzt. Yay. Jetzt muss ich es leider verbannen. Nein, das ist ein semi-flüchtiger Zustand. Okay, ich mach die Tür zu. Das hilft übrigens nicht. Du hast ihn gerade mit dem übelsten Schrecken konfrontiert? Ja. Absichtlich? Ja. Du wirst arschig. Ich mag das. Ja. Weißt du, wenn Leute richtig hysterisch sind, dann hilft's manchmal, den entweder richtig eine zu scheuern oder denen einmal kaltes Wasser übers Gesicht zu kippen oder über den Kopf zu kippen. Ich dachte, vielleicht hilft da auch sowas. Ist zwar arschig und nicht die nette Tour, aber solange es hilft, ist es ja egal. Ich würde auch erklären, warum er so panisch, also so verzweifelt am Brechen war. Vor Angst wahrscheinlich. Möglich. Wenn der wirklich im Krieg war und sich Teil daran erinnern kann, dann ist es vielleicht posttraumatischer Stress, den du gerade aussetzt. Das ist echt gar nicht gut. Ja, alles hat seinen Preis. Ja, posttraumatischer Stress. Naja, posttraumatischer Stress oder eine Salzsäule, was ist denn dir lieber? Also mir ist ein posttraumatisches Stresssyndrom lieber als Salzsäule. Naja, aber vielleicht hätte der... Naja, ist für Muschis. Der Herr Satz, das hätte es bestimmt auch irgendwie hingekriegt. Ohne posttraumatischen Stress bei ihm auszulösen. Na vielleicht, aber hat's geholfen? Außerdem sollten wir uns da raushalten. Haben wir doch, ich hab vergessen die Tür zuzumachen. Ja, und wie erklärst du jetzt, dass du nur noch die Hälfte von dir bist, die du gerade eben warst? Naja, dass der darauf so reagiert, dass ich vergesse die Tür zuzumachen und der das Bild sieht, da kann ich doch nichts für. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da kriegen wir Ärger für. Hä? Nö. Von wem denn? Vielleicht von allen Erwachsenen in Anführungsstrichen? Verrätst du mich vielleicht? Bist du bekloppt? Siehste? Die werden das sehen an uns?
Ja, vielleicht, aber weißt du, die Tatsache, ja, möglicherweise, aber sie wissen noch nicht, warum. Weshalb er so einen Anfall hat, weil er das Bild gesehen hat, möglicherweise. Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Eieiei. Also. Ich weiß nicht mal, ob der in die Wohnung geht, durfte, während wir hier sind. Na, theoretisch ist er dazu berechtigt, uns aus dieser Wohnung rauszuschmeißen, wenn er das will, also. Ja, im übertragenen Sinne. Naja, ich renne ja jetzt, ich kann mich ja jetzt auch nicht immer rausreden mit, ich renne den ganzen Tag nackt in der Bude rum. Und wäre mal was Neues. Das könnte dir so passen. Hm. Mich würde es ja nicht stören. Nichts, was du nicht schon kennen würdest. Aber doch nicht in diesem Leben. Oh. Jetzt umarmt Sophie ihn und macht so dieses Pat, Pat, Pat auf den Kopf. Schlimm sowas. Nein, Spinner. Ein bisschen. Ein bisschen Spaß muss sein. Ist die Welt voll Sonnenschein und weniger Zeug, das durch die Welt fliegt und uns abschabt. Das war ein gruseliges Gefühl. Mhm. Ja. Es hätte auch echt in die Hose gehen können. Ist es zum Glück nicht. Ich stelle mir vor, die Explosion wäre noch größer gewesen und dann wären wir halt jetzt in seinem Zustand. Ja, wäre doof gewesen, ne? Wäre doof gewesen, trifft es ganz gut. Wäre ganz schön scheiße. Sagt mir der Typ, der dem scheiß ersten Berater des Grafen irgendwie frech ins Gesicht kackt am ersten Tag. Nie. Die haben mir gesagt, ich soll sagen, was sich richtig anfühlt, und das fühlte sich richtig an. Kann ich doch nicht ahnen, dass der. Siehste, ich sollte tun, was sich richtig. Ist. Ich sollte tun, was sich richtig anfühlt. Das hat sich richtig angefühlt. Das sollst du ja jetzt gar nicht mehr tun. Mister, ich will allen Leuten helfen. Tust du mal was dafür. Dann hilfst du mal und dann ist das auch wieder falsch. Aber beim nächsten Mal wirfst du mir dann wieder vor, dir ist mir alles scheißegal. Das ist, und jetzt ruderst du wieder durch die Gegend und weißt wieder nicht, was du antworten sollst. Ne? Uns wurde das halt verboten, unser Thorald. Das ist eine infame Unterstellung. Es wurde uns halt verboten, also machen wir das nicht. Man kann Grenzen aussehen und man muss auch manchmal Grenzen halten. Ich erinnere dich gerne an deinen ersten Tag als Fee, man hält zwischendurch mal Grenzen. Ich wäre auch nicht müde, dich daran zu erinnern. Diese Grenze war ich durchaus gewillt und in der Lage zu überschreiten. Siehste, ich war auch gewillt, durchaus dazu in der Lage, diese Grenze zu überschreiten. Ich sagte ja auch nicht, dass das schlecht von dir war. Sage nur, doch, das hast du vorhin gesagt. Dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Möglichkeit war. Naja, die anderen haben ja scheinbar auch nicht geholfen. Naja, das weißt du ja nicht. Na, war er Mensch ganz normaler, als er herkam? Ja, war er, hast du gerade gesagt. Vielleicht war er gerade schon jetzt in dem Wandlungsprozess und du hast es einfach nur noch verschnellert. Beschleunigt? Vielleicht hast du gar nichts damit zu tun gehabt. Vielleicht war er sowieso schon am Krapsen. Vielleicht, aber da kann ich es mir jetzt zumindest einbilden, dass es so ist. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. So. Ja, apropos Bildung, ich werde jetzt weiter meine Hausaufgaben machen. So. Oh, bist du langweilig? Hausaufgaben? Wo gehe ich denn jetzt hin? Ja, irgendjemand muss das ja machen. Du machst es ja nicht für mich. Und ich bin kein Grundstudent und kann hier irgendeine Scheiße fabrizieren. So. So nämlich. Na dann, viel Spaß bei deinen Hausaufgaben. Ja, streck dir die Zunge raus. Lern schön. Ne. Ich hätte auch keinen Bock drauf. Ich nehme übrigens jegliche Ablenkung wahr, also so ist das nicht. Du nimmst jegliche Ablenkung wahr. Mhm. Okay, ich zur Not keine steht, Ahnung. Ich stehe hier nicht umsonst mit dir noch im Flur und debattiere mit dir über irgendeinen wilden Scheiß. Wir haben doch im Wohnungsflur gestanden. Hier ist doch im Flur. Ja.
Na gut, dann fahren wir jetzt zur Würfelwiese. Na guck. Schade, Hausaufgaben. Ich habe jetzt wichtige Aufgaben zu tun, die ich mir irgendwie rechtfertigen muss. Ihr wisst, dass es echt zwischendurch immer wieder mal nieselt. Also auch einfach, weil, ihr wisst schon, Ende September. Ach so, ich hatte irgendwie so verstanden, als wäre es jetzt nochmal schön, weil es immer so schwül war und so. Nee, schwül ist es ja nicht. Du musst jetzt schon die Wetter trennen. Okay, dann will ich jetzt woanders hin, wo mehr los ist. Ja. In eine Spielhalle. Oder so. Spielhalle? Wir können schwimmen gehen. Wir können schwimmen gehen. Boah, ja geil, lass schwimmen gehen. Alles klar, wir gehen schwimmen. Ich glaube, irgendwo bei der Saline ist ein Hallenbad, ja? Easy. Also das ist so ein... Ich will so ein großes. Definiere großes. Du willst ein Wasserpark? Ja, so ein bisschen mehr als ein Schwimmbecken und ein Pinkelbecken. Okay, Leipzig? Nein, aber... Fahren wir jetzt halt dahin, ist auch okay. Ah, nee, dürfen wir ja nicht ohne weiteres. Ach, ist das ätzend. Das wurde euch... Nee, ihr dürft natürlich. Euch wurde gesagt, ihr solltet am besten nicht nachts hinfahren. Es gibt, glaube ich, noch irgendwo anders in irgendeinem Ding, da gibt es so einen Park. Aber es ist dann, glaube ich, noch beschissener hinzukommen als nach Leipzig. Fahren wir halt nach Leipzig. Ist ja nicht so weit. Leipzig. 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 Ist doch noch früh. Definitiv. Leipzig. Ja, ich meine, das ist dann... Da müsst ihr auch einen ganzen Tag da bleiben, damit sich das lohnt, aber klar. Machen wir halt. Ja, easy. Ich mach uns Lunchpakete. So hört sich das. Machst Lunchpakete. Hier. Wollen wir noch die anderen einladen? Welche anderen? Na, ein paar von den Boys oder Mädels. Nee. Ich habe keine Lust, jetzt auf die zu warten. Die müssen sich erst die Nase pudern oder die Beine enthaaren. Das dauert mir jetzt zu lange. Ja, nur deine Mädels. Meine Boys werden wahrscheinlich Stadler. Wenn sie direkt hinkommen, ruf sie an. Das ist mir egal. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten. Sonst ist es zu spät. Es ist 10 Uhr. Ich will jetzt trotzdem los. Ja. Schlimm mit dir. Nee. Ja, ich texte die Leute per WhatsApp an, quasi, hier, Alter, ich hab Bock auf Schwimmen, kommt ihr mit? Treffen uns am Bahnhof, wenn ihr mitkommt. Also Gerd würde aber da ja, kriegt immer so leicht Wasser ans Ohr und das ist immer super unangenehm, das bekommt ihr dann auch nicht raus, das ist nichts für die mit dem Schwimmen und da kann er natürlich selbst auch nicht. Nee, ist klar. Und Martin ist vernünftig und macht seine Hausarbeiten. Zu seiner Verteidigung, der muss schon in 3 Tagen abgeben. Bevor mir das einfällt, schreibe ich Ihnen da, wie heißt denn deine Hausaufgabe? Hatten die mal irgendwann gesagt, was der macht eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der war der nicht sogar Geologe, sowas ganz Schlimmes? Oder irgendwie sowas? Ist auf jeden Fall zu spät, er kommt immer zu spät und ist vergesslich, also von daher. Danke. Das ist kein Studiengang. Naja, das war eine wichtige Information. Das stimmt schon, aber sagen wir einfach mal, wir nehmen einfach tatsächlich Geologie und dann wird er schon irgendeine Mineralbestimmung da haben. Oder irgendwas mit hier da, wie heißt das Gerät gleich? Spektrometer? Massenspektrometer, Dingsbums? Ist ja auch egal. Das könnte ein Spektrum gewesen sein, ja. Auf jeden Fall macht er das da. Mineralzeug. Er muss für Steine sich mit Steinen beschäftigen. Du weißt ja, wie das ist. Das sind Mineral. Nein, Steine. Es ist viel entwürdigender, wenn man sagt Steine. Ey, du hast Steine im Regal. Ja, das ist immer noch das Beste. Boah, gut, dann halt nicht. Weiler. Genau. Dann soll er mal mit seinen Sternchen spielen, wenn nicht das Problem. Und wir fahren nach Leipzig. Sehr gut.
Ihr habt Glück, ihr kriegt Regionalbahn. Das sind 15 Minuten Ersparnis auf dem Weg dahin. Und dann habt ihr Handys, also werdet ihr schon da irgendwo das Ding da finden. Das ist ein gut großer Wasserpark mit einigen Becken, mit mehreren Rutschen. Ich glaube, eines abgedunkelt und mit Licht, wenn ich mich recht entsinne. Und so mir Döns. Ist schon groß. Natürlich mit Indoor-Restaurant und allem, was das Herz begehrt. Super. Na dann. Auf geht's. Ja. Wir lösen uns ein Ticket, quasi. Und dann werden wir uns ans Wasser fließen. Okay. Und ein paar Bahnen schwimmen und Spaß haben. Dampfbad gibt's natürlich auch. Das ist ja was für Sophie. Nee, es ist viel zu warm. Ach so. Ja. Das Wasser in so einem Becken ist auch immer sehr warm. Was? Wenn's so viel zu warm wird, die haben garantiert so einen kleinen Außenpool, weißt du, wo man da mal kurz raus kann. Ja. Das wird die dann auch zwischendurch mal nutzen. Ja, na klar. Da bist du ja auch nicht alleine. Das ist immer das Witzigste. Selbstverständlich. Hier habt ihr keine Donnervögel. Die ist klar, ne? In Halle habt ihr, ich meine, Halle ist ein Stück kleiner als Leipzig. So Faktor ein halb. Faktor 2. Das ist im Wesentlichen dasselbe, wenn du die Richtung änderst. Aber Bahnhof ist ja doch eher zentral. Ihr habt da nirgendwo irgendwie ein geiles, pompöses Schloss oder irgendwas Fettes gesehen. Oder allgemein ist der chimärische Raum doch deutlich weniger belebt. So insgesamt. Aber ja, ihr könnt Spaß haben. In der Leipziger Therme. Dann sehr wird schön. Das so sein. Schön. Wir werden dort den Tag mit Sicherheit gut totschlagen. Ich werde mit einem schlechten Gewissen nach Hause zurückkehren, weil ich dann meine Hausaufgaben mache. Ja. Aber bis dahin habe ich sehr viel Spaß. Das ist das Wichtigste. Ja. Gut. Ich nehme an, ihr nutzt es komplett aus bis 21 Uhr oder so. Kannst bestimmt da bleiben, mindestens. Vielleicht bis 22. Ja. Gut, dann seid ihr so gegen 0 Uhr wieder zu Hause. Wenn man so ein bisschen auf diese komischen Menschen, die da rumrennen, achtet. Ja. Wenn die so glücklich sind und so weiter, bauen die auch so Dinge, die der Träumer? Glamour? Wenigstens ein bisschen quasi, also so oder dass halt so eine Seeschlange mal irgendwie bei den Kindern rumflieht oder sowas. Im Allgemeinen von, ich meine, Leipzig hat ja dann doch auch tatsächlich ein paar mehr Einwohner. Und da ist bestimmt auch wieder gerade irgendeine Kackmesse, die Angel-, Reit- und Sportmesse oder so eine Shit. Das heißt, da hast du unheimlich viele Menschen. Eigentlich keiner. Vielleicht im Schwimmbad mal einer, weil das Ding auch echt groß ist. Und da ja halt wirklich die lustigsten Sachen sind, nicht so, dass sie direkt was Flüchtiges bauen wie der andere, aber den ein oder anderen leichten Stups kann man mal merken. Aber häufig nicht mal so, dass ihr es genau zuordnen könnt zu wem. Also wenn auch, wenn ihr euch Zeit nehmt, da jemanden zu finden, dann müsstet ihr es immer noch rauskitzeln auf die ein oder andere Art. Wenn ihr mich fragt, immer auf die widernatürliche böse Art. Natürlich, du bist ja auch ein dreckiger Bastard. Ich dachte, ihr wolltet sowieso ein bisschen jetzt mit dem Grafen anlegen, dann hätte euch das geholfen. Nein. Na gut, ihr seid brave kleine Häschen. Wir sind linientreu. Das ist zwar unsere Linie, aber wir sind treu. Wollte ich gerade sagen. Juti, gegen 0 Uhr seid ihr zurück. Jetzt hast du natürlich deine Decke immer noch nicht wieder. Naja, gut. Ja, wir müssen halt am nächsten Tag. Meine Versprechen gelten ja auch nichts.
Kommt zurück, Sophie wird bestimmt noch eine räuchern im Hausflur. Ja, oder im Garten. Whatever, I don't care. Ja, im Hausflur oben. Und der Wanz sitzt auf seinem Baumstamm und lauert. Und wenn du am Ende fast aufgeraucht hast, greift der blitzschnell ins Gras, hat einen kleinen Igel in der Hand, geschickt mit den Fingern am Schnäuzchen gepackt, sodass sie sich nicht zu hart piekst, guckt ihn sich an, wendet ihn vor sich im Lichte des Mondes und beißt ihm dann blitzschnell den Kopf ab, hält sich das Tier über den weit offenen Mund und trinkt sein Blut, bevor es gänzlich in ihren Schlund wandert und knirschend gemahlen wird. Sophie sitzt am offenen Fenster und betrachtet das Ganze. Ein kleines rotes Rinnsal bedeckt ihren Hals. Tja, self-fulfilling prophecy. Lese ich jetzt nichts von. Warte mal, das Konzept der self-fulfilling prophecy sollte dir eigentlich zuwider sein. Du solltest die amerikanischen Psychologen eigentlich dafür doch verprügeln. Das ist immerhin deine Aufgabe. Wenn sich Prophezeien jetzt schon selbst erfüllen, dann bist du ja völlig raus. Nee. Na gut, dann nicht. Ich hab's ja prophezeit. Ich hab prophezeit, dass sie gebrochen wird. Na gut, okay, ja, eigentlich, ja, na gut, okay. Meinetwegen. Am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang, das ist ja tatsächlich spät im September, glaube ich. Nö, so spät ist es noch nicht. Echt nicht? Wann wird denn das so sein? Den wievielten September haben wir denn? 23. Um 6.58 Uhr geht die Sonne auf. Zumindest 2018. Übel spät. Na gut, dann habt ihr natürlich mehr Glück. Dann habt ihr mehr von den Hörnern, die geblasen werden. Um 7. Vor eurem Haus. Und von Johlen und Schreien. Yay. Von einer klirrenden Flasche auf dem Boden, also auf der Straße. Wer oder was klirrt da auf der Straße vor uns? Keine Ahnung, du bist im falschen Zimmer, um das direkt zu sehen. Ich gehe ins Zwischenzimmer. Ja, da ist eine Horde von mindestens 8 bis 12 Satyren und einigen Menschen. Ein paar erheben die Schnapsflasche feierlich, um sie irgendwie in ihren Rachen zu schlürzen. Ein dritter tanzt zwischen den fahrenden Autos hin und her, was durchaus mehr als bescheuert aussieht. Also der Unfall ist noch ungefähr 2 Minuten entfernt. Und einer bläst unabhängig in ein Horn. Die sind bestimmt hier, um Roland abzuholen. Das sieht danach aus, ja. Na, dann sollten wir sie reinlassen. Yep. Ich bekleide mich und würde nach unten gehen. Und die Türe den öffnen. Der Erste, der auf dich zukommt, ergreift mit beiden Händen dein Gesicht und gibt dir einen feuchten Schmatzer auf den Mund. Dankeschön und willkommen in unserem Haus. Der Zweite schüttelt derbe eine Sektflasche und lässt den Popen an die Kecke knallen und überschüttet euch beide mit dem geilen Nass. Na, Sophie kommt erst ein bisschen später runter. Ja, du, also jetzt du Glück, quasi. Dann bist du zum Glück noch nicht überschüttet. Perfekt. Hm. Aber den Schmatzer kriegst du natürlich. Na klar. Wo ist er denn? In der Wohnung. Ja, wo ist er denn? Na komm mit. Ja, geil. Habt ihr richtig Bock? Habt ihr auch Bock? Sophie geht, hüpft, nein, läuft, sie hüpft nicht, sie läuft die Treppen hoch und hämmert an Rolands Tür. Nee, so können wir es ja auch nicht erst anfangen, warte.
Wo habe ich denn... Ah ja, er zieht seinen Finger hervor und drückt da mit dem Türschloss herum. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das wird nichts. Warte. Dann klingelt der Sturm. Einen Schritt zurück, bitte. Ich gehe zwei Schritte zurück. Wenn die Tür sich öffnet, wird er ihn mit Vollkaracho umrennen und sich auf dem Boden mit ihm ringend quasi betätigen. Roland schreit um Hilfe und Polizei und so ein Gedöns. Und dann wird ihm der Mund zugehalten und der wird erstmal nach außen, draußen geschleift. Nicht mega brutal, sondern es sieht aus wie ein sportlich freundschaftlicher Wettkampf, bei der einer der beiden vergessen hat, dass er ein Freund ist. Auch er wird nochmal schön mit Schnaps überkippt. Und dann in eine nach unten die Treppe runtergeworfen, in die Hände von den anderen, nach hinten durchgereicht, also ein bisschen Stage-Diving ist dabei. Dabei werden ihm immer wieder mit Schnaps überschüttet und Wein. Und ihm werden, jetzt ist natürlich der Blumenmarkt im September auch eher erschöpft, also werden ihm irgendwelche Gräser und Ästchen irgendwie schon mal ins Haar gesteckt und Kränze werden ihm um den Hals geworfen und so ein Mist. Während einer irgendwas verliest, was schwer nach Sokrates klingt. Na dann. Genau. Dann werden sie seine Tür zurabbeln und weiterziehen. Können wir mit? Nee. Okay. Das ist eine sehr eigene Sache. Das haltet ihr gar nicht aus. Na, er hat vorhin gefragt, deswegen. Outgame weiß ich das. Warum fragst du dann? Ach so, na, ich dachte, das kommt ein bisschen eher, dass du direkt sagst ja und ich sag dann, nur für Leute, die was vom Leben verstehen. Oh, dann wäre das besser gekommen. Jetzt ist es irgendwie einfach nur Schal und Scheiße. Na, dann verpiss dich und bring den Jungen wieder auf Vordermann. Hohoho. Mach mal. Wenn er wiederkommt, sehr gut, legt ihr euch alle flach. Auf die eine oder andere Art. Also, weiß noch nicht genau. Aber müssen wir mal gucken, was euch dann lieber ist. Na dann, tschüss. Dann viel Erfolg dabei. Jojojo, haut rein. Ja, uns ist der Sprit schon halb ausgegangen. Gib mal Vorräte. Ich geh nach oben und hol. Ja, ich hab jetzt krieg jetzt die ganzen Reste. Genau. Was ist. Habt ihr. Besseres haben wir nicht da. Ich pack auch die eine oder andere volle Flasche. Die eine oder andere volle Flasche dabei. Das ist alles okay. Ihr müsst mir nur kurz helfen, dass wir das alles irgendwie in eine Flasche kriegen, weil ich nehme ja jetzt nicht 10 Flaschen mit so einem Spuckschluck raus, ne? So viel kippt jetzt alle in eine Flasche. Jawohl, der Feiermix. Habt ihr zufällig ein bisschen Ecstasy hier vielleicht? Nö, klopf mal da, ich glaub, die haben was. Jawohl. Bei deinen Nachbarn? Ja. Wenn du das sagst, werden die auch was haben. Langhaarige Bombenleger, natürlich haben die was. Jetzt, wo du es sagst. Er wird dann klopfen, der zugängliche Nachbar wird aufmachen. Im Bademantel und eher verschlafen, sag ich mal. Okay. Und der andere wird sagen, hey du, willst du ein R kaufen? Willst du nicht? Ich will Stoff kaufen. Viel, sehr viel, alles, egal was. Außer Downer. Ja, aber ach komm, vielleicht übertreibt man es. Also das auch. Er guckt etwas erschrocken. Da muss er falsch mal, ich weiß auch nicht genau, meine, aber da muss er auch noch falsch mal Adresse sein. Weiß ich jetzt nichts von. Na klar. Er legt ihm die Arme und die Schulter und sagt, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Und sie wird damit enden, dass du mir ganz viel Stuff verkaufst. Ich habe 5 €. Los geht's. Dann wird er mit den Armen um die Schulter legend mit ihm in die Wohnung gehen. Der guckt sich nochmal hilfesuchend um. Und auch ertappt
Ich habe 5 Euro, ist eine sehr gute Aussage. Dafür kriegt er nicht viel, eigentlich. Das ist eine Fee. Ja, stimmt allerdings. Ja, dann. Sophie geht wieder schlafen. Ja, ich guck mal kurz mit dem gefährlichen Kuckrohr in die andere Wohnung. Ich will mir nicht den Scheiß angucken. Du kannst damit nur durch Wände gucken, wenn du es durch die Wand steckst. Und es ist nicht so lang. Hm. Denn du könntest dich halt an die Tür stellen und durch die Tür stecken, dann sähst du den Flur von denen, oder durch den daneben liegenden Raum, dann sähst du ihr Klo. Das ist interessant. Und sie interessant legen sich gerade keine Leinen auf der Kloschüssel. Na, sagen wir es mal so, das ist vielleicht interessant für ein anderes Mal. Mhm. Aber nicht für. Mhm. Kann ich quasi die. Kann ich eine zweite Wand durchstoßen? Dass ich hinter das Klo gucke? So ein Klo ist ja meistens nicht sehr breit. Ja, vor allen Dingen das Klo nicht. In dem Fall ja. Dann siehst du die Küche. Hm. Zieht sich da eine Leine? Nein. Na gut, dann ziehe ich mal mein gefährliches Kuckrohr wieder zurück. War ja nichts Interessantes. So ist es. Beim Umdrehen sehe ich da wahrscheinlich noch Aufgaben, die da immer noch liegen. Okay, mach wieder was. Sophie geht duschen und dann erst wieder schlafen. Und ich mach mir jetzt was fest. Das Schlimmste ist bei deiner Hausarbeit, das ist eine Arbeit, die du nicht beschleunigen kannst durch dein Handwerk. Geil. Das ist doch super. Ja, ich mach was zu essen für uns beide. Also bereite ihr Essen vor, dass sie es noch warm machen muss. Zum Frühstück quasi und für mich halt vernünftiges Essen. Das geht wahrscheinlich extrem schnell und das ist scheiße. Weil ich wollte mich auf die Arbeit drücken. Dann esse ich und mache mich dann wieder an die Arbeit. Und Okay. Außer dass... Wenn ihr da was machen wollt, dann okay, aber Sophie würde nur ihre Decke an dem Tag wieder kriegen. Ja. Ansonsten wird da nichts mehr. Sie wird sich noch ein bisschen mit dem Wanz beschäftigen. Wenn der das will. Die wird nicht nie explizit danach fragen, aber wenn die draußen ist und du machst das mit ihr, dann passt das. Okay, dann so. Das stößt nicht auf Ablehnung. Gegenteilig. Ja, in der Tat ist es sogar so, dass du dir, der Herr Satt, würde ich auch nochmal fragen, ob du die vielleicht morgen vom Kindergarten abholen kannst, um 12. Klar. Mittagskind. Aber zuvor noch, obwohl nicht zuvor, das wäre ja völliger Quatsch. Also, nächster Tag Mittag. Die Gewitter haben sich beruhigt, nur die Schwüle bleibt zurück und der Geruch nach verbranntem Salz. Gehst du zum Kindergarten? Jo. Was hab ich gesagt? Der Sadek-Kindergarten. Ja, das ist ein ziemliches Hippie-Ding. Also das, wirklich, wirklich, okay? Allerdings, also du wurdest anscheinend vorher angemeldet und du hast sogar ein Zettelchen mitbekommen, dass es dir erlaubt ist, die quasi abzuholen und so weiter. Wenn du ankommst, würde dann hier die Kindergartentante, Frau Paul, dich nochmal kurz zur Seite nehmen. Wir versuchen ja die letzten Tage hier schon Herrn Satt irgendwie zu erreichen, weil seit gestern dann, also wir versuchen es seit gestern zu erreichen, so, weil die Miriam, wir hatten ja schon mal das Problem und das hat sich ja dann soweit auch gut entwickelt, aber jetzt wird sie dann doch wieder eher aggressiv und zieht sich ein bisschen mehr zurück und es gab da schon einige Beschwerden und sie hat wieder angefangen zu beißen. Mhm. Ja, ich krieg's ihm aus.
Also, er soll uns bitte einfach mal anrufen, dass wir da mal einen Termin für eine Besprechung ausmachen, weil wenn sich das so nicht bessert, dann müssten wir wirklich nochmal irgendwie uns hinsetzen, dass wir vielleicht entweder was mit der Kinder- und Jugendhilfe machen, mit sozialer Gruppentherapie, also mit sozialer Gruppenarbeit so rum, oder dann wirklich in die Richtung Kinder- und Jugendpsychiatrie gehen. Okay, ja klar, ich spreche mit ihm. Okay, gut, dankeschön. So viel geht mal nach dem Wanz suchen. Naja, die hat sich in der Zeit die Schuhe angezogen und sowas und die Jacke und den Anorak, also die Jacke nicht zubekommen, wie sich das gehört. Kinder und Reißverschlüsse sind ja Feinde wie Deli und Dougal. Ja, ich bin deren Freund. Wenn es so kalt ist, dann hilft sie ihr, wenn nicht, dann nicht. Also geht noch. Okay. So viel geht es für sie? Kalt. Geht das für dich oder ist dem armen Kind gleich einfach nur tierisch kalt? Sieht schubberig aus. Das arme Kind. Zu viel guckt sie an. Jacke auf oder zu? Auf. Okay. Na dann. Und dann geht sie mit dir Richtung nach Hause. Wann kommt der Hammel wieder? Keine Ahnung. Ich hoffe bald. Ich weiß nicht, der ist jetzt seit gestern weg. Ich weiß nicht, wie lange der sonst immer unterwegs ist. Ich auch nicht. Das letzte Mal war ich zu klein. Hast du es nicht mitgekriegt? Ja. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wie lange wohnst du eigentlich schon da? Sie zeigt dir zwei Finger. 2 Jahre? Sie nickt. Na dann. Und was machen wir gleich noch Hübsches? Hast du Lust, meinen Papa mit mir zu besuchen? Sophie grinst. Und meint, das Spielchen haben wir doch schon da durch, oder? Nein. Ah, na, wir zwar noch nicht, aber du mit David. Nein. Doch. Glaubst du denn, ich kenne die Geschichte nicht? Ja. Ja, doch, ich kenne die Geschichte. Nicht. Aber mein Papa ist cool. Ich glaube, das hat David ein bisschen anders gesehen. Hey, David. Das Bild durfte auch nicht im Flur bleiben. Welches Bild? Das, was du hinterher runtergerissen hast. Hast du es nicht an die Wand gemalt? Stimmt. Das und ich glaube, Roland hat es überstrichen, oder? Nee, das war sie. Ich glaube dir. Da war kein Bild. Doch. Ich musste das wegmachen. Warum? Waren die Trommeln zu laut? Nein, weil Herr Satt das gesagt hat. Na gut. Na gut. Wir gehen ihn nur dann besuchen, wenn er das erlaubt. Macht er. Wenn er mir das selbst sagt. Das kann er dir ja nicht sagen, wenn du ihn nicht besuchst. Sandro kann mir das nicht selber sagen? Wieso der denn? Ich dachte, mein Papa soll das erlauben. Nein, Sandro. Aber der hat doofe Ohren. Ja, ich auch, aber... Nee, du hast spitze Ohren. Und wenn ich doch aber will... Nein. Du solltest nochmal David fragen, der fand das bestimmt auch gar nicht so schlimm jetzt, inzwischen. Ich glaube schon. Käse. Ich weiß nicht, also ich möchte meine Körperteile noch ein Weilchen behalten. Wir könnten auch zu Tobias gehen und ihm sein Spielzeug wegnehmen. Zu Tobias und ihm sein Spielzeug? Wer ist Tobias? Das ist ein Junge. Und warum willst du ihm das Spielzeug wegnehmen? War doof? Ja, war doof. Was hat er denn gemacht? Der hat mir sein Essen nicht gegeben. Na, was denn sein Essen? Ja, aber er hat nicht aufgegessen. Na, vielleicht wollte er später essen. Nein, der wollte es wegschaffen. Hast du Hunger, oder was? Ich habe immer Hunger.
Soll ich uns was zu essen machen? Ja. Na, dann komm mal mit. Was willst du denn haben? Steak. Ach, Steak habe ich nicht da. Frikadellen haben wir noch da. Na gut. Willst du noch was dazu haben? Ketchup. Brot? Hä? Nee. Okay. Sophie holt die Frikadellen raus, holt den Ketchup raus. Bitteschön. Sie stopft sich ein paar Dinger rein. Sophie? Hm? Wann bin ich alt genug, dass ich in den Frühlingshof darf? Das weiß ich nicht. Ich weiß es echt nicht. Gibt's dafür eine Altersbeschränkung? Ja. Okay. Bestimmt. Ich darf ja gar nichts. Was darfst du denn nicht? Na, nie darf ich irgendwas, vor allem nicht die Sachen, die Spaß machen. Welche Sachen denn? Mit Feuer spielen, mit Scheren laufen. Sollen wir ein Lagerfeuer machen? Im Garten? Nee. Nicht? Das macht nur Spaß, wenn mein Papa da ist. Hast du so oft mit dem Feuer gemacht, oder was? Manchmal. Naja, also ich meine, ein bisschen Holz ist noch da, könnte anmachen können wir's. Nee, das macht keinen Spaß. Okay, ich hätte noch Marshmallows da, aber dann nicht. Nee. Es macht mehr Spaß, wenn man das heimlich macht, hm? Auch. Das heißt ja auch. Na, es macht auch mehr Spaß mit meinem Papa. Wo habt ihr denn immer Feuer gemacht? Sie zuckt mit den Schultern. Im Wald. Und ich darf nicht den Roboter von den anderen Kindern wegnehmen. Nichts darf ich. Nicht mit Knallern schmeißen. Nicht mal, wenn sie dann vergessen, was ich gemacht habe. Das ist dumm, wenn sie es ja gar nicht wissen. Naja, das Einzige, was ich dir jetzt noch anbieten kann, ist, dass wir, oh Gott, Oti, wie heißt denn das? Nicht die Rabeninsel, sondern das, was dahinter ist. Dahinter ist Halle Neustadt. Ja, aber ist das alles noch die Insel? Diese große, diese Riesenwiese und der ganze Kram da, der Wald? Ich glaube, das ist die eigentliche Rabeninsel. Nee, warte mal, du meinst das da hinten bei den Wohnwegen oder was? Weiß ich nicht, sind da Wohnwegen? Auf der anderen Seite der, Na, das ist die eigentliche Rabeninsel mit dem größeren Wald da. Okay, also ich meine jetzt nicht, achso, ja, keine Ahnung. Hinter dem Staudamm meinst du? Naja, da sind hinterher, wenn du da weiterläufst, ist diese riesengroße Wiese und, Ja, ich weiß ungefähr, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Namen hat, das ist halt eine Wiese. Naja, dahin auf jeden Fall. Und dann? Weiß ich nicht. Wenn du in den Wald willst, können wir da hingehen. Nee. Mal gucken. Nee. Nee. Nee? Nee. Na gut, war nur ein Angebot. Ich glaube, wenn ich in den Wald gehe, dann kommt sie und zieht mich an den Haaren. Wer? Die Miriam. Was? Ja. Okay. Vor der musst du dich in Acht nehmen. Okay. Wie erkenne ich die denn? Sieht die aus wie du? Ja, aber sie hat einen Spitzbart, einen hier so. Sie macht mit ihrem Finger wild an deiner Oberlippe und an deinem Kinn rum. Das ergibt Sinn. Die Bösen haben immer einen Spitzbart. Ja, und die ist gemein. Sieht die dich immer in den Haaren? Ja, und die macht noch andere Sachen. Was denn? Böller schmeißen? Na, das auch, aber die hat schon früher die kleinen Fröschlis gefressen. Aber nur zur Hälfte. Und dann die anderen Kinder damit beworfen. Ja. Und ist auf den Rücken von Babys gesprungen und hat sie gehauen und so. Oha.
Ja. Die ist böse. Merkt das schon. Okay, da müssen wir wohl aufpassen. Und die hat noch viel mehr Hunger. Da müssen wir echt aufpassen. So viele Frikadellen habe ich nicht mehr. Nee. Hunger. Ich weiß schon, was du meinst. Nee. Warum sagen das immer alle? Ihr habt keine Ahnung, was es heißt, Hunger zu haben. Ich weiß, dass ich keine Ahnung davon habe, aber ich habe dich gesehen. Nee, nicht wie ich. Sondern Hunger. Anders, ne? Ja. Okay. Dann sollten wir vielleicht besser nicht in den Wald gehen. Weißt du, mein Papa, der hat einen Kumpel und der ist eine Rotkappe und der hat nur ein Bein, weil nämlich der von einem Arschi wurde der nämlich mal eingesperrt für einen Tag und eine Nacht und sie haben ihn aber zu essen gegeben, aber es war nur ein Schwein für den Tag und nur eine Kuh für die Nacht und dann hatte er solchen Hunger, dass er sein Bein essen musste. Das ist ja mies. Ja, das war voll gemein. Das stimmt. Das sehe ich genauso. Ja, nur weil er Hunger hatte, musste er ein paar andere Tiere essen. Der wusste bestimmt gar nicht, dass das nicht nur Tiere waren. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn man so großen Hunger hat. Ja. Der hat bestimmt nicht gemerkt, dass er schon aus der Scheune raus war und in das Haus rein. Wer? Der andere? Der Freund von meinem Papa. Ach so. Na, das kann natürlich sein. Ich hab einmal Fernsehen gesehen, obwohl ich nicht durfte, und da hat der Mann, damit ihn die Außerirdischen nicht finden, einen Metallhut aufgehabt, und seinen will ich jetzt auch haben, damit mich die Miriam nicht findet. Na, dann hol ich mal die Alufolie. Genau. Dann basteln wir dir jetzt einen Metallhut. Sehr gut. Das gibt dem Kind auf jeden Fall Beschäftigung, denn man kann natürlich jetzt einfach einen scheiß Metallhut bauen. Was? Man kann ja aber auch noch 5000 Sachen erfinden, die dazugehören. Weißt du, noch ein Geisterabwehrring und solche Sachen. Ja, Sophie und der Wanst werden viel Spaß haben. Ja, na klar, man kann halt entweder einen Hut bauen oder man kann allen möglichen Scheiß noch dran bauen. Na, das wird der umfangreichste Hut, der je gebaut wurde. Shit. Du meinst so eine richtige Krempe und alles, damit der ganze Geschmodder noch drauf kann. Na klar. Sehr gut. Sophie wird vielleicht ein bisschen mehr als Alufolie dafür benötigen. Vielleicht braucht die auch so ein Pappgrundgerüst dafür und so. Definitiv. Dann wird sie das jetzt mit dem Wanst machen. Ich sag mal, sie ist ja nicht geschickt, aber außerhalb der Hutformung, wenn es darum geht, irgendwelchen Kack da auszuschneiden, muss es ja nicht gut aussehen, es muss nur selbst gemacht sein. Richtig. So, das heißt, wird allmöglicher Kram gebastelt und Sophie hat bestimmt noch sowas wie Pfeifenreiniger und all so ein Kram, weil die ja auch eine Menge Shit macht. Das heißt, an Material wird es nicht mangeln. Hat Sophie eigentlich auch eine Pfeife? Ich glaube nicht. Schade. David, ihr da? Ja, aber die wird Sophie jetzt nicht holen. Es geht eher um irgendeinen Shit, den man da noch so dran machen kann irgendwie. Die wird schon allen mögliches Geschmodder und Geschmeiß haben, was da so dran passt. Ja, man findet ja auch, wenn man nur sucht, immer genügend Geschmodder und Geschmeiß. Na klar, man hat einen Dachboden, man hat alte Glühbirnen, alten Technikschrott, alles mögliche. Antennen. Sehr gut. So wird sie mit dem Wanz den Nachmittag verbringen, bis Sandro irgendwann kommt. Ja, ja, der wird. Und selbst dann werden sie den Hut erst noch fertig bauen müssen. Das ist gut, weil der scheint immer noch nicht ganz erholt. Nö, auch Sophie beschäftigt sich jetzt. Solange der Wanst irgendwie sich beschäftigen lässt, macht die das auch. Nee, ich meine, der muss ja irgendwoher wieder seinen Glamour kriegen.
Und das scheint anscheinend noch zu dauern. Gut. Ich bin mal kurz AFK, Kinder. Macht ruhig irgendwas. Na, ich könnt dachte, auch tagesüberschreitend machen. Wir machen sonst eben kurz einen Folgenbreak. Das können wir auch machen, ja. Das geht auch, ja. Machen wir das. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.